Genau. Ja, super. Finde ich einfach, wenn ich die nächste Folie machen soll, dann... Ja, ich sag Bescheid. Super, vielen Dank. Ja, genau. Mein Name ist Sinja. Ich habe mich ja eben schon mal kurz vorgestellt. Ich komme aus von der Kieler Forschungswerkstatt. Das ist das Schülerlabor der Universität Kiel. Und ich werde heute das Projekt Plastic Pirates einmal kurz vorstellen. Gerne einmal zur nächsten Folie weitergehen. Genau, Dankeschön. Das Plastic Pirates Projekt ist eine EU-weite Citizen Science Aktion zur Erforschung der Müllverschmutzung von Flüssen. Citizen Science kann man übersetzen mit Bürgerwissenschaften. Das ist eine Methode, bei der man in Forschungsprojekte engagierte Bürgerinnen und Bürger mit einbezieht. In diesem Fall der Plastic Pirates sind es Schülerinnen und Schüler, die an den Fluss für ihre Haustür gehen und dort Daten zur Müllverschmutzung erheben. Um einen möglichst umfangreichen Überblick zur Müllverschmutzung am Fluss bekommen zu können, gibt es verschiedene Probennamen. Die kann man einmal unten zum Teil auf den Fotos erkennen. Unten links zum Beispiel sieht man Schülerinnen und Schüler, die am Flussufer die Müllmenge kartieren und auch die Müllzusammensetzung. Auf dem Bild, auf den beiden Bildern in der Mitte sieht man unsere Gruppe C, wo es darum geht, zum einen großes Mikroplastik im Fluss herauszufiltern oder auch große Plastik- oder Müllteile aus dem Gewässer zu entnehmen. Und die Anleitung zu dieser Probennahme können wir leider nicht persönlich durchführen, aber wir haben im Projekt verschiedene Lehr-Lern-Materialien entwickelt, die kostenfrei zum Download auf unserer Projektwebsite zur Verfügung stehen. Und dort wird die Probennahme genau angeleitet. Die erhobenen Daten, die die Schülerinnen und Schüler aufnehmen, noch einmal zurück, ja, danke. Die erhobenen Daten, die die Schülerinnen und Schüler aufnehmen, werden dann auf einer zentralen Website hochgeladen. Und dort haben wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann Zugriff auf diese Daten und werten diese aus und publizieren diese dann in Fachzeitschriften und machen sie somit der Wissenschaftsgemeinschaft frei zugänglich. Also wenn Schülerinnen und Schüler bei uns mitmachen beim Projekt, leisten sie auch einen echten Beitrag zur Wissenschaft. Einmal bitte weitergehen. Genau, einmal kurz die bisherigen Ergebnisse. Das Projekt läuft schon eine Weile, seit dem Frühjahr 2016. Und bis heute haben über 15.000 Schülerinnen teilgenommen. Die haben an über 900 Standorten Flüsse und auch kleine Bäche auf ihre Verschmutzung durch Müll untersucht. Rechts sieht man einmal eine Karte von Deutschland, wo alle bisher teilgenommenen Gruppen in Deutschland verzeichnet sind. Man sieht schon, es sind einige, besonders die großen Flüsse wurden schon relativ umfangreich beprobt, aber es waren auch einige Plastic Pirates an Kleinflüssen und Bächen unterwegs. Und die Grafik zeigt einmal die Probennahme oder die Beprobung entlang des Flussufers. Und da erkennt man, dass auf über 32.000 Quadratmetern schon über 15.000 Müllteile gesammelt wurden. Gerne einmal weitergehen. Genau. Abschließend dazu sagen, das Projekt ist eigentlich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Einmal für die Schülerinnen und Schüler, die teilnehmen. Die lernen einmal, wie man Wissenschaft freuen uns, da wir in relativ kurzer Zeit relativ viele Datensätze bekommen können. Das wäre unter den herkömmlichen Ansätzen, die man in der Wissenschaft hat, eigentlich nicht möglich. Da bräuchte man relativ viel Personal und finanzielle Ressourcen. Und somit freuen wir uns, dass so viele Schülerinnen und Schüler bei dem Projekt bisher teilgenommen haben. Gerne einmal zur nächsten Folie. Von daher, wer Lust hat mitzumachen, ist herzlich eingeladen, jetzt teilnehmen. Der nächste Probennahmezeitraum startet nämlich jetzt am 1. Mai, also noch knapp einen Monat Vorbereitungszeit und geht bis zum 30. Juni. Das kann man gerade nicht erkennen, weil sich es ein bisschen verschoben hat. Es ging jetzt alles sehr schnell. Wer weitere Infos haben möchte, kann mich gleich auch nochmal in dem Chat kontaktieren oder auf unserer Website vorbeischauen, plasticpirates.eu. Da findet man alle Infos und auch die Lehr-Lern-Materialien. Und wir haben auch einen Instagram-Account und einen Facebook-Account, wo es auch weitere Infos gibt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Sinja, für den Vortrag. Schön, dass es nochmal geklappt hat. Und auch vielen Dank für den Hinweis an den Special Chat. Und dann schauen wir einfach mal, wen wir denn jetzt hier noch haben.